AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Regierungsfraktionen und die vermeintlich oppositionelle Union feiern heute 50 Jahre UNO-Mitgliedschaft Deutschlands. Aber ist das wirklich ein Grund zum Feiern? Vor einem Jahr war ich in Genf beim Menschenrechtsrat, und was ich dort erlebte, war schlichtweg niederschmetternd. Armenien, dessen Kernterritorium von Aserbaidschan angegriffen worden war, wollte sich Gehör verschaffen. Doch kein einziger Staat interessierte sich für Armenien. Auch nicht die sogenannte Schutzmacht Russland, die nur damit beschäftigt war, Anschuldigungen gegen die Ukraine vorzubringen. Das grundlegende Problem der UN ist ganz simpel. Die Mehrheit der Staaten dieser Welt sind entweder islamische oder andere Diktaturen. Sie pfeifen oft Demokratie, Freiheit und Menschenrechte. Man muss sich nur mal anschauen, wer so alles im Menschenrechtsrat sitzt. China, Kuba, Pakistan, Somalia, Katar, Bangladesch. Der Menschenrechtsrat trägt die Menschenrechte leider nur im Namen. Während das demokratische Israel fast 100 Mal verurteilt wurde, war das beim islamistischen Iran nur 11 Mal der Fall und bei Staaten wie China oder Kuba kein einziges Mal. Kein Wunder, dass die USA unter Trump ihre Mitgliedschaft aufkündigten. Die Union bringt es in ihrem Antrag ernsthaft fertig, den Menschenrechtsrat völlig zu Recht zu kritisieren und gleichzeitig die Reform der UN während der Kanzlerschaft Merkels zu loben. Das muss man erst mal schaffen, denn der Menschenrechtsrat wurde doch gerade damals eingerichtet. Ein weiteres gravierendes Problem sind die zahllosen Nebenorgane der UN. Bis auf wenige Ausnahmen, wie das Welternährungsprogramm, das vom Trump-Vertrauten David Beasley geleitet wurde, ist die Arbeit all dieser Nebenorgane gelinde gesagt dubios. Von interessierter Seite werden sie ausgenutzt, um die Staaten Europas mit illegalen Migranten zu fluten. Dafür steht beispielhaft der skandalöse Global Compact for Migration, der durch die Hintertür beschlossen werden sollte und nur durch die Kampagne der AfD öffentlich wurde. Die beiden Flüchtlingshilfswerke der Vereinten Nationen sind eigentlich dazu da, die Zahl der Flüchtlinge weltweit möglichst gering zu halten. Doch die UNRWA, das eigens für die sogenannten Palästinenser eingerichtete Dauerhilfswerk, wird von der Hamas kontrolliert und sieht den Flüchtlingsstatus gar als erblich an. Die Zahl der Flüchtlinge wird hier künstlich hochgehalten, um hanebüchner Anschuldigungen gegen Israel vorbringen zu können. Die Weltgesundheitsorganisation hat sich während der Corona-Zeit zum willigen Vollstrecker freiheitsfeindlicher chinesischer Null-Covid-Fantasien gemacht. Schließlich die ständigen Mitglieder im UNO-Sicherheitsrat. China vertritt dort Asien allein. Es ist an der Zeit, auch das riesige Indien einzubinden. Japan und Deutschland gehören zu den vier größten Beitragszahlern. Sie zahlen doppelt so viel wie Frankreich und Großbritannien. Es ist an der Zeit, Japan und Deutschland einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat zu geben. Aber gerade von dieser Bundesregierung ist das nicht zu erwarten. Wegen der dümmlich unbeholfenen Politik von Annalena Baerbock wird Deutschland in der UN nicht mehr ernst genommen. Der Reisezirkus bei der Vollversammlung hat das nun wieder gezeigt. Dieser Klassenausflug nach New York war nichts weiter als lächerlich. Pressekonferenzen vor wenigen deutschen Journalisten auf Englisch, um den Schein der Internationalität zu wahren. Thema Klima, Klima, Klima. Aber außer Deutschland will sich kaum ein Staat der Welt dem Klimawahn unterwerfen. Und Kanzler Scholz sprach dementsprechend vor leerem Saal. Deutschland war jahrzehntelang wegen seiner wirtschaftlichen Stärke geachtet. Doch nun will uns diese Bundesregierung mit ihrer klimawahngetriebenen Deindustrialisierung auch noch den letzten Stolz unseres Landes nehmen. Vielen Dank, Herr Kollege Braun. Bevor ich dem nachfolgenden Redner das Wort erteile, unterbreche ich kurz die Debatte, komme zurück zu Tagesordnungspunkt 12 und gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl eines Stellvertreters der Präsidenten des Deutschen Bundestages im ersten Wahlgang bekannt.